Der Manu fährt im Haus mit dem Auto, dem Auto, dem Auto. Der Manu fährt im Haus mit dem Auto. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Danke, danke. Der Manu isst so gerne eine Karotte, eine Karotte, eine Karotte. Der Manu isst so gerne eine Karotte. Der Manu ist ein ganz schlauer Bub. Der Manu stiehlt die Eier aus dem Korb, aus dem Korb, aus dem Korb. Der Manu stiehlt die Eier aus dem Korb, aus. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Der Manu trinkt den grünen Tee sofort aus, sofort aus, sofort aus. Der Manu trinkt den grünen Tee sofort aus. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Der Manu nervt den Bertel jetzt beim Schlafen, beim Schlafen, beim Schlafen. Der Manu nervt den Bertel jetzt beim Schlafen. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub, darum. Der Manu kann kochen, auch wenn das nicht kann. Er ist nicht kann, er ist nicht kann. Der Manu kann kochen, auch wenn das nicht kann. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Darum. Der Manu geht sich oft im Bade Dings schneuzen. Ja, schneuzen, ja, schneuzen. Der Manu geht sich oft im Badezimmer schneuzen. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Der Manu, der weiß ganz genau, wo die Ersatzsachen sind. Ersatzsachen sind. Ersatzsachen sind. Der Manu, der weiß ganz genau, wo die Ersatzsachen sind. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Der Manu, der ist sowas von genialo. 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 Auch seine Birne, die hält einiges aus dank dem Genialo. Ja, der Manu ist so genialo. Der Manu tragt von seiner Oma den Tisch, den antiken Tisch auf das Haus, auf das Haus, auf das Haus. Wenn es sein muss, trägt er es sogar aufs Dach rauf. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Der Manu taucht durch den Kamin ins Haus ab, ins Haus ab, ins Haus ab. Macht dann auch bei der Unordnung im Keller nicht ab. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub da. Der Manu schiebt das Riesenhändel aus dem Keller, aus dem Keller, aus dem Keller. Der Manu schiebt das Riesenhändel aus dem Keller. Der Manu ist ein ganz gescheiter Puppdiru. Der Manu, der verzerrt gern die Schokobox, Schokobox, Schokobox. Der Manu, der verzerrt gern die Schokobox. Der Manu ist ein ganz gescheiter Pupp. Der Manu, der haut euch auf, der benutzt den Kasten als Bühne, als Bühne, als Bühne. Der Manu, der benutzt den Kasten als Bühne. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Der Manu macht den Kopfstand auf den Händel, dem Händel, dem Händel. Der Manu macht den Kopfstand auf dem Händel. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Der Manu geht auf der Decke spazieren, spazieren, spazieren. Der Manu geht auf der Decke spazieren, nur leider stürzt er damit geschicklich ab. Der Manu stellt die Stühle falsch herum auf, falsch herum auf, falsch herum auf. Dann hüpft er damit herum, als hätte er einen Sprunglauf. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bub. Der Manu, der geht den grünen Tee verzahnt und wirft ihn dann gegen das Händel. Und dann stellt er den Stuhl auf und er macht ein Bändel. Und dann macht er eine Party auf dem Stuhl. Ist cool! Und der Manu, der verzahnt gern die Schatztruhe. Schatztruhe, Schatztruhe. Öffnet sie und was da drin ist, lasse ich keine Ruhe. Nur so wenig Münzen, das ist doch eine Schande. Der Manu, der geht so gerne den Herd verzahnt, den Herd verzahnt, den Herd verzahnt. Kurz davon der Stiege, dann hat der Manu versagt. Der Manu, der ist ein ganz gescheiter Bub. Der Manu, der stiehlt Karl seine Waschanlage, Waschanlage, Waschanlage. Der Karl, der stiehlt, der Manu stiehlt Karl seine Waschanlage. Der Karl, der wird davon schon ganz verrückt.
Genau. Und da kommt der Manu und da steht der Kasten. Den Kasten. Den Kasten. Und der Bertel kann diese Unruhe nicht fassen. Der Manu, der verzackert den Kasten. Und der Manu sieht aus der Küche eine Ananas, eine Ananas, eine Ananas. Der Bertel schreibt was das nur der Fiehenschaß. Der Bertel, der ist so verrückt. Und der Karl, der möchte gern seine Schokobox zurück. Schokobox zurück, Schokobox zurück. Doch der Manu spielt ja Fußball damit und macht es fit. Denn der Manu ist ein ganz gescheiter Pupp. Der Manu landet echt ein Treffer wie im Bowling, wie im Bowling, wie im Bowling. Ja, damit er nicht verkackt und er ist dreieck. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bum, bum, bum. Und der Manu, der fährt mit dem Auto im Haus rum, im Haus rum, im Haus rum. Wer sagt, das ist dumm, der ist sowieso selber dumm. Der Manu ist ein ganz gescheiter Bum, salopp.